Freunde, euer Simon hier. Montag ganz früh morgens, Gymtime. Heute zeige ich euch einen wirklichen Klassiker. Bankdrücken, wie man richtiges Bankdrücken macht und wie man es vielleicht so macht, dass wir wirklich auch so ein bisschen den oberen Brustmuskel erreichen, dass wir wirklich so eine schöne, massive, gute Brust aufbauen. Ich habe es gerade gemacht, ich habe es aber falsch gemacht. Ich wollte euch am Anfang mal zeigen, dass wenn ihr das so macht, wenn ihr wirklich das Bankdrücken so macht und wenn ihr euch wirklich hauptsächlich aufs Bankdrücken konzentriert bei eurem Brustmuskeltraining, werdet ihr keine gute Brust aufbauen. Ihr werdet deswegen keine gute Brust aufbauen, weil wenn wir fast ausschließlich Bankdrücken machen, und ich weiß, ihr kennt das von den Jungs, die hauptsächlich Bankdrücken machen, die ganze Zeit nur Bankdrücken machen und die so machen, wie ich es gerade gemacht habe. Ihr seht das eigentlich ganz gut. Die bauen dann hier unten eine ganz gute Brust auf. Und ihr kennt das Problem ganz bestimmt. Dann hat man hier unten eine ganz gute Brust. Und hier fehlt es einfach. Das heißt, manche haben da wirklich so eine Kuhle drin. Die Brust verläuft hier. Hier kriegt man ganz gut Fleisch drauf, weil man mit der Übung wirklich die untere Brust wirklich sehr, sehr gut trainiert. Aber hier oben fehlt es dann. Und dann gibt es praktisch das Problem. Und ich weiß genau, ihr wollt praktisch diesen Teil hier. Wir wollen alle hier diesen richtig schönen, großen, dicken Teil hier von der Brust. Das wollen wir haben. Dafür, deswegen sage ich es auch absichtlich, dafür ist Bankdrücken nicht die beste Übung. Viele wundern sich auch, warum ich die nicht so oft mache, warum in meinem Trainingssystem, warum die jetzt nicht unbedingt immer als erste Übung vorkommt. Die kommt drin vor, ist eine super Übung auf jeden Fall. Aber wenn ihr besonders hier diesen ganzen oberen Bereich haben wollt, wenn ihr eine wirklich massive Brust aufbauen wollt oder wenn ihr wirklich hier so ein Defizit habt, dann solltet ihr nicht unbedingt euch aufs Bankdrücken konzentrieren. Und wenn ihr Bankdrücken macht, solltet ihr es wirklich so machen, wie ich es euch zeige, jetzt gleich. Und es gibt einfach so ein paar Sachen zu beachten. Es gibt bestimmt zig Videos über das Bankdrücken. Denkt immer dran, wir sind keine Powerlifter, wir sind keine Kraftsportler. Bei uns geht es nicht darum, das Gewicht einfach irgendwie hochzubekommen, sondern wirklich, wir sind Bodybuilder. Also wir versuchen wirklich einen schönen, guten Körper aufzubauen. Und da muss man auf so ein paar Sachen achten, die wirklich dafür sorgen, dass man eine schöne Brust aufbaut. Ich habe wieder viel rumerzählt. Was habe ich gerade falsch gemacht? Erste Sache, wie legt ihr euch auf die Bank? Lasst wirklich dieses ganze Bein heben. Ich glaube auch wirklich, dass es genug diskutiert wurde. Ihr sollt ein leichtes Hohlkreuz machen, natürliches Hohlkreuz. Wir haben einfach ein leichtes Hohlkreuz und es ist nicht schädlich. Ihr habt keinen Druck von oben. Der ganze Druck ist in den Schultern, wenn ihr es richtig macht. Oder auf den Schulterblättern praktisch, nicht auf den Schultern, sondern auf den Schulterblättern. Ihr habt überhaupt keinen Druck auf der Wirbelsäule, wenn ihr es richtig macht. Deswegen völliger Blödsinn mit den Beinheben. Nehmt die Beine nach unten, stabiler Stand, leichtes Hohlkreuz, natürliches Hohlkreuz. Punkt 1. Punkt 2. Lasst die Schultern unbedingt hinten. Ich habe gerade versucht, aber ich kriege es auch gar nicht hin, das richtig falsch zu machen. Versucht die Schultern, wenn ihr das Hohlkreuz habt, wirklich hinten zu lassen. Das heißt, drückt nicht mit den Schultern raus. Ihr macht dann einfach ein großes Problem. Erstens drückt ihr aus der Schulter raus, zweitens drückt ihr dann noch mehr aus dem Trizeps, entlastet die Brust. Aber wir nehmen dann eben auch praktisch, oder wir lagern ein bisschen mehr Gewicht auf der Wirbelsäule ab. Und dann ist es einfach nicht so gut. Das heißt, wir versuchen, die Schultern hinten zu lassen. Die Brust ist draußen. Und bleibt die ganze Zeit draußen. Die Brust soll arbeiten, nicht die Schulter und auch nichts anderes. Und das sind so die Tipps, die kennt ihr bestimmt. Griffbreite. Mein Tipp ist wirklich so, wenn ihr praktisch auf dem halben Weg seid, ihr könnt da mal einen anderen drüber gucken lassen. Wenn ihr auf dem halben Weg seid, sollte der Arm 90 Grad Winkel haben. Das heißt, wenn der Oberarm parallel zum Boden ist, sollte hier 90 Grad Winkel sein. Ihr könnt euch an den Markierungen ganz gut so ein bisschen orientieren. Lasst da mal jemand drüber gucken. Das heißt, wenn ihr den halben Weg habt, sollte 90 Grad Winkel drin sein. Nicht zu eng greifen, dann habt ihr zu viel Belastung auf dem Trizeps. Nicht zu breit greifen, dann könnt ihr die Übung auch nicht richtig ausführen. Damit ihr jetzt beim Bankdrücken wirklich volle Belastung auf dem ganzen Brustmuskel habt, dass ihr nicht wirklich nur aus dem unteren rausdrückt, könnt ihr so einen kleinen Trick anwenden. Erstens, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, beim Falschausführen, nehmt die Oberarme bloß nicht zu weit nach hinten. Das heißt, der Winkel vom Oberarm zum Oberkörper sollte wirklich verkleinert werden. Zieht die Oberarme ein bisschen nach unten, versucht, ich mache es euch gleich vor, einen leichten Bogen nach oben zu drücken. Und ihr seht auch, beim Bogen zieht ihr praktisch den Ellenbogen noch ein bisschen zur Mitte
und ihr versucht eigentlich die Arme ein bisschen nach außen zu schieben. Das heißt, ihr versucht die Brust richtig schön mit den Ellbogen zu zerdrücken. Ne? Und dann seht ihr auch automatisch, ihr seht ganz genau, was passiert. Wir haben einfach eine größere Belastung eben hier auf dem oberen Teil. Wir drücken mit einem leichten Bogen. Nehmen die Ellbogen enger an den Körper und drücken mit einem leichten Bogen die Ellbogen zusammen. Zerdrückt die Brust oben. Ihr müsst die Arme nicht ganz durchstrecken, aber ihr müsst die Brust voll kontrahieren. Das heißt, ihr müsst wirklich schön schauen, dass ihr die Brust zerdrückt. Und dann geht es wieder runter. Machen Sie mal mit Gewicht vor. Dieser Griffbreite, stabiler Stand, leichtes Hohlkreuz. Drückt die Schultern ins Polster rein, da bleiben sie auch. Geht schön langsam runter. Und noch. Versucht das unbedingt zu beachten, ne? Wirklich schön langsam runter zu gehen. Dabei aktiviert ihr wirklich schon die ganze Muskulatur und dann richtig schön ganz runter gehen mit Power ausstoßen. Das ist ganz wichtig und wie gesagt wichtig, versucht die Brust richtig zusammenzudrücken bei der Übung. Das heißt, Hände gehen auseinander, Ellenbogen gehen zusammen, zieht die Brust rein. Dann habt ihr mit dem Bankdrücken eine super Übung für eine massive Brust. Und ihr könnt die unbedingt einbauen, ist eine super Übung, macht Spaß, bewegt sehr, sehr viel Gewicht, das ist auch ein Riesenvorteil beim Bankdrücken. Ihr steigert euch insgesamt, was die ganze Kraft angeht, deswegen so Bankdrücken, nehmt's rein, konzentriert euch aber nicht zu stark nur aufs Bankdrücken, weil ihr dann einfach keine sehr, sehr schöne Brust aufbaut. Kombiniert auf jeden Fall Übungen, bei denen wir mit dem Arm von unten kommen, deswegen guckt auf jeden Fall das nächste Video, wo wir wirklich so meine Lieblingsübung für eine große, für eine massive Brust zeigen. Und deswegen abonniert den Channel, wartet auf die nächste Woche, bleibt dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal.